Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Sonnenaufgang im neuen Projekt Running Red. Sieht wirklich cool aus, oder? Oh. Sehr schön. Ah, gibt auch schöne Sonne in Minecraft, ne? Ist nicht immer so alles eckig kantig, gibt auch wirklich runde Sachen. Egal, und oh! Drehst dich einmal um, Junge, hat ein bisschen Baum gewachsen. Na, sehr schön. Ey, Mann, frei. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe echt überlegt, verballer ich jetzt das ganze Knochenmehl zum Wachsen für die Bäume oder warte ich jetzt tatsächlich? Ich bin mir da nicht so sicher, aber theoretisch. So viel Zeit haben wir eigentlich nicht. Eigentlich. Zeit haben wir alle der Welt, also wir haben eigentlich ja keinen Druck davon abgesehen, aber ich möchte jetzt hier auch nicht folgenlang rumstehen und warten, dass mal hier irgendwas wächst. Was steht da? Könnte ein bisschen. Machen wir einfach. Wozu haben wir denn? Wie gesagt, Skelette gibt es hier noch ohne Ende. Da mache ich mir erstmal eine Hacke in den Gedanken, die werden schon noch kommen. Aber erstmal brauchen wir das Holz unbedingt, damit wir die Büsche anpflanzen können. Weil die müssen auf alle Fälle erstmal irgendwas Eisen kriegen, weil ein bisschen Eisen brauchen wir. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir für die nächste Quest. Und ich denke mal, ein oder andere. Quest-Abenteuer wird auch noch mit Holz zu tun haben. Wobei mir fällt gerade ein, wir brauchen ja noch Holz für die restliche Essenzsuppe da hinten. Na gut, dann ist es so. Naja, dann werden wir uns erstmal jetzt hier um die Bäumchen kümmern. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bäume haben wir. Oh ja. Ist doch immerhin was. Ne, kann man doch leben. Gibt doch Schlimmere. Jo. Weiter. Keine von den spannendsten Aufgaben, kann mich immer nur wiederholen, aber es gehört dazu. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Blut auffüllen hier. Also eigene Lebens. Ja, Energie ist das, wa? Dass immer schön voll ist. Und man immer genug Rindpulver in Kannen legt, damit das alles schön umgewandelt wird in das, was man eben braucht. So, aber wir können uns mal dabei noch mal ankicken, was ihr hier noch für Mods genau drin gibt. Ich halte mal meinen Blick mal so ein bisschen hier Richtung Bäume. Das war jetzt falsch, da wollte ich hin. Was haben wir denn hier eigentlich alles noch? Wir haben hier Buildcraft, wir haben extra Bees. Mit Bienen kenne ich mich übrigens überhaupt nicht aus, im Forestry Bike auch noch nicht. Da war ich, guck mal, richtig neugierig. Logistic Pipes ist ein separater Mod. Na, kick mal einer an, Fernbesteller, das kriegt nur als Project Red. Habe ich übrigens auch mal ein Tutorial zu gemacht, war auch ganz cool. Können wir hier anmachen? Ach, war schon an, okay. Fernbesteller, Netzwerkmonitor. Okay. Microblocks ist klar, Tinkers Construct ist auch klar, da kennt man sich auch mit aus. So, aber was haben wir hier unten? Wir haben Applied Energistics. Wir haben Buildcrafting Builders, Energy Factory und Silicon Transport Teile drin. Bibliocraft ist klar, mittlerweile überall Standard. Mit Biblio Woods für Forestry, Biblio Woods für Natura. Binicore. Was ist denn Binicore? Liquid Nitrogenkanister oder Can Kapsul? Was ist das? Poison? Aha. Latex? Okay. Halt. Okay. So, Blood Magic ist klar. Blood Magic ist ein riesengroßer Mod. Da ist alles Mögliche drin. Ich scroll mal einfach nur durch hier. Ach ja, so ein Titel brauchen wir auch noch. Dafür brauchen wir Diamanten. Na, Diamanten wird es bestimmt erst wieder mit irgendwelchen Quests geben, wahrscheinlich. Buildcraft, die Hauptmod ist drin. Carpenter's Blocks ist klar. Chicken Chunks ist auch normal. Das ist einfach nur hier der Chunkloader hier. Na, kennt man ja. Den Pipes. Automatic Emerald Pipe. Wave Pipe. Okay, Ventil. Automatic Wooden Pipe. Eine Holzleitung.
Apiarist, ja, das ist genau so ein Ohr, was man normalerweise in manchen Modpacks drin hat und keine Ahnung hat, was man damit anstellen soll. Gut, Ender Storage ist klar, die Ender Chest und so weiter, Ender Tank, okay, Ender Beutel gibt es auch. Was brauchen, weiß ich nicht. Ex Nihilo, aha, einen bestimmten Hammer und bestimmte Sorten an Erzen gibt es hier auch. Das ist doch die Geschichte mit dem. Warum kann ich den nicht anklicken? Sind die wahrscheinlich deaktiviert, wa? Schade eigentlich. Okay. So, extra Bienen, extra. Mann, schon wieder weg hier. Extra Trees, extra Utilities ist auch schön. Extra Cells ist mit drinne. Flat Science, was ist denn Flat Science? Anderes Schild. Was, eine Schwammwippe? Was, Vibe? Nee, Vibe war. Was war denn Vibe? Weiß ich nicht mehr. Forest Tree haben wir drin, Forge Microboxen drinne. Gate Copy, aha. Gravigan. Gibt's denn sowas? Ach ja, und das regnet wieder. Ganz toll. Da fällt mir gerade ein, ich muss mal bei mir an meinem Kopf die Kopfhörer anmachen. Ach, die sind an. Batterie nur alle. Ich stelle gerade fest, ich höre nämlich ja nicht. Aha, ganz toll. Aber gut, Hauptsache ihr hört was. Hardcore Ender Expansion, Hardcore Questing Mode ist klar, Iron Chest ist auch klar, Logistik Pipes, okay, da war noch drinne, Machine Muse Modular Power Suite, okay, Mechanism, das ist hier eine Ableitung, hier Strom, ach Kabel, nicht, Entschuldigung, mechanisches Rohr, okay, Mine Factory ist klar. Damit kenne ich mich wiederum richtig gut aus. Natura ist auch mit drinne. Obsidian Pressure Plates sind mit drinne. Ob wir die brauchen, weiß ich nicht. Open Blocks, Plugins für Forestry. Was haben wir hier noch? Mann, schon wieder. Oh, die nächsten Bäume sind hier erwachsen. Sehr schön. Können wir gleich wieder abernten. Aber erst gucken wir uns noch die Mods zu Ende an. Hier. Halt, hier muss ich wohl dich hin. Pneumatic Craft, Portal Gun mit bei, sehr schön. Railcraft, Redstone Arsenal oder Arsenal. Simply Jetpacks, das sind die ganz einfachen, wunderbar. Ist nicht dolle. Reicht aber. Statuen, Steve Cards 2. Ist auch schon Standard. Switches, Tabula. Das sind Tabula Rasa. Oh, fehlende Textur. Na gut. Ach hier, Chopwood, alles klar. So, Technomancy. Soundcraft, The Spice of Life, Nahrungsjournal, okay. Ja, ich hab alt hier auf Deutsch. Klingt wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber naja. Terminal Expansion, Tinker's Construct, Translocator, die, sage mal, was ist das? VR, CBE Add-ons, okay. Ein Tracker, kabellose Karte. Triangulator, kabelloser Slipper, Fernsteuerung. Na gut. Okay, ist jedenfalls ein jetzt. Oh, drei Bäume, sehr schön. Gucken wir uns hier erstmal wieder ein bisschen Holz gönnen. So. Schön sneaken, nicht vergessen. Na, bloß nicht abstürzen hier. So, na gut, an dem Baum kommen wir locker ran, da kriegen wir alle drunter. Halt. Nichts riskieren. Wir brauchen jeden Block. Wir brauchen jedes bisschen Holz. Ohne Ausnahme. Wunderbar. Na, Bäume wachsen doch. Wer sagt, trotz bei Regen. War das nicht so, dass die Bäume bei Regen eigentlich nicht wirklich wachsen? Also muss hell genug sein, das weiß ich, aber bei Regen? Na gut. Vielleicht haben wir ja Glück. Und das funktioniert so. Wenn das in dem Fall ausreicht, warum auch nicht? Ich will mich nicht beschweren, wa? Haben wir alle, ja. Der hier noch? So, keine Sorge wegen den Setzlingen. Die ploppen da gleich runter. Wir haben genug.
gesagt, Vierer habe ich jetzt verbraucht und über vier werden auf alle Fälle wieder runterfallen. Na, also wir haben auf alle Fälle genug davon abgesehen. So, aber ich muss mir auf alle Fälle ein bisschen Essen wieder einpacken, weil das reicht nicht ganz. Weil ohne Essen raggen wir nicht. Und ohne raggen kann ich hier das Ding hier nicht auffüllen. Das hätte nicht wirklich Sinn. So. Aber wir können schon mal kicken, was wir hier noch vielleicht so an andere Aufgaben haben. Skyline, ach so. Hm. Da kommen wir noch nicht hin. Was ist hier? Was brauchen wir da? Erlenholz brauchen wir dazu. Okay. Kannst du schon mal knicken? Wieder verkehrt. Mensch. Können wir knicken? Können wir knicken? Drowning Lessons. Oh, ist ja nicht drin. Okay. Na, kommen die vielleicht noch. Wer weiß. Auf alle Fälle müssen wir hier noch einen jetzt freischalten. Wir haben gerade mal den ersten Questblock mit 41% abgeschlossen. Hm. Ist nicht unbedingt so der Brüller. Ja. Können wir wieder runterpacken. Wie gesagt, Holz brauchen wir auf alle Fälle. Da müssen wir jetzt hier immer schön bei der Hut sein. Seht ihr, Vierer haben wir verbraucht, Siebener haben wir schon. Eins weniger werden da runterfallen. Also das um Setzlinge mache ich mir eigentlich ja keine Gedanken. Jetzt heißt es wieder. Ja, wie viel brauchen wir davon noch? So viel werden wir nicht mehr brauchen wahrscheinlich, oder? Weil ich muss mir das auf alle Fälle, die Baumstämme muss ich mir aufheben für die Dunkelkammer. Das kriegt mit den Holzbrettern hier nicht hin. Das ist dann alles ein bisschen hell. Halt, die können wir hier rauspacken erstmal. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Blut wieder auffüllen. Wie gesagt, man sieht so ein bisschen, dass es so ein bisschen voller wird. Aber nur ein bisschen. Und dann heißt es hier wieder immer zwischendurch kicken, immer schön einsammeln, was hier rumrennt. Äpfel fallen hier auch hier noch runter. Also verhungern tun wir eigentlich nicht. Da mache ich mir relativ wenig Gedanken. Aber immer auf der Hut sein. Ich hoffe echt schon, dass ich hier mit den Mops hier nicht in die Hose geht. Hey, durchkommen sie nicht, aber die sehen mich und die Skelette schießen trotzdem. Das ist den Skeletten egal, ob da ein Tor ist oder nicht. Aber sieht noch gut aus. Es sieht noch gut aus, kann man nicht meckern. Ich will auf alle Fälle weg erstmal noch ein paar Fackeln setzen gleich. Ein paar Bretter haben wir jetzt ja schon. Dann werden wir uns mal. Oh, gut. Mal hier ihn hinsetzen. Und eine Fackel ruf. Ah, sieht da gut aus. Da noch eine ruf. Ja, nicht einfach alles voll wild zuknallen, das mag ich persönlich nicht. Ich mag das alles ein bisschen ordentlich und sortiert. So, wir werden uns mal mehr noch in die andere Richtung bewegen. So, sehr schön. Dann können wir hier noch eine zwischensetzen. Und dann sieht das doch so ja schon ein bisschen ordentlich aus. Und es ist wieder der nächste Baum gewachsen. Sehr schön. Ach. Perfekt. Da ist nur die. Oh, noch einer. Sehr schön. Das ist ja am laufenden Bande hier. Wenn das mal nicht funktioniert, dann weiß ich aber auch nicht. Die Frage ist jetzt tatsächlich nur, wo setzen wir jetzt die Dunkelkammer hin? Weil ich werde auf der Dunkelkammer auf alle Fälle auch wieder Half-Slabs sitzen müssen, weil sonst spawnen wir die Monster auf dem Dach. Und wenn die mir aufs Dach steigen, werde ich irre. Weil wenn sie mich dann zerbomben und zerhämmern, dann habe ich ein großes Problem, weil dann habe ich alle Erzbüsche verloren. Und so, ihr wisst schon, Creeper sind die furchtbarsten Viecher überhaupt. Ob das mal Katzen werden sollten? Ne, Schweine waren das, glaube ich, ne? Sollten mal Schweine werden.
nur kacke ausgesehen haben. Also echt der Erfinder von den Dingern, der gehört gesteinigt und verprügelt. Unglaublich. So, liebe Freunde. Brauchen wir das die Erze, brauchen das Eisen. Was haben wir hier eigentlich? Ich habe nicht gekickt. Wir haben Goldbusch, Kupfer, Zinn, Eisen und Alu. Haben wir alle. So. Wer sagt's denn? Haben wir auf jeden Fall alle Büsche, die es gibt. So, was ich auf alle Fälle brauche, ist, ich brauche nochmal 2 Kisten, weil die würden nicht ganz reichen. Wird nämlich dann gleich rüber. Ja, beim nächsten Mal, wenn es hell ist, jagt dann rüber und dann werden wir die restliche Essenzsuppe da abholen. Und werden wir uns noch ein bisschen Erde holen. Aber wenn wir da alles abgrasen, was da irgendwie rumkreucht und fleucht. Und das ganze Gebiet ein bisschen bereinigen. Ich hoffe nicht, dass wir uns dass das jetzt ein Fehler ist, aber schauen wir mal. Auf alle Fälle sind wir so weit weg, dass da jetzt im Moment erstmal nichts sichtbar ist. Die Laden sind die Chunks, aber das spawnt auf alle Fälle nicht. Da sind wir weit genug weg. Nicht, dass da oben wirklich auf der Fläche irgendwas spawnt und die Treppen runterlatschen und dann hier uns hinterrücks den Arsch wegbomben. Hab ich keinen Bock drauf. Muss ich nicht haben, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber gut. Okay, das Chopwood haben wir erstmal wieder verbraucht. Ja, kein Thema. Es regnet natürlich, es ist Nacht. Und was heißt das? Oh, Baum. Genau. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen, meine Freunde. Und tschüss.